Was ist denn mit Napalm? Was ist denn? Was ist im Flammenwerfer oder so? Nachdem. Finde ich das? Ah, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Ich bin einfach blind. Wie das? Hä? Wie war das nochmal mit Erde größer, kleiner machen? Plus, minus auf dem Numpad. Ach, plus, minus. Hä? Sönke, du hast doch, hast das auch gesehen. Es gibt doch Napalm in dem Mod. Ja, aber das haben wir noch nicht erforscht. Aber wo erforscht man die Scheiße? Ich klicke ja gerade überall durch, ich find's nicht. Hey, das, Moment, das 1, 2, 3. Das ist ein Flammenwerfer, aber da ist auch kein 5. Das, also ganz oben, das. Die zweite Zeile, das fünfte von links. Advanced Flammenwerfer Fuel. Das ist dann das, was man dann erforschen noch muss. Siehst du das? Ah, da! Ja, jetzt sehe ich's. Okay, perfekt. Da brauchen wir Flüssiggas und Schwefelsäure. Ah, ja, gut, ja, gut, dann bringen wir das halt auch nichts. Naja, ich mach das mal zu Festbrennstoff und dann schmeißen wir die Scheiße weg. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Die Öfen hier laufen auch gerade drauf. Ja. Oh, oh. Mache ich das genauso wie da oben. Okay. Kann ich das auch gleich kopieren? Das war ein bisschen ein Fail. Aber alles gerettet. Den Scheiß. Keine Sorge, keine Sorge. Einfach nicht sorgen, fertig. Bester Advice. Ist die Wohnung dreckig? Einfach nicht sorgen. Na Mensch, an deine Ratschläge halte ich mich schon lange nicht mehr. Alltag. Schädlich im Dreck. Ja, jetzt muss ich das ja aber alles abräumen, bitte. Bitte, danke. Ja, schicker. Ich glaube, das ist auch die grüne Circle Production ein bisschen. Ach, ich muss auf. Bauroboter. Bauroboter. So, kriege ich hier noch zwei hin? Ja. Hallo, Mr. Spinne. Nice. Hallo. Hallo. Nennt ihn auch die Spinne. Muss ich irgendwie direkt an dieses Meme denken, wo ich bin eine Spinne. Kennt ihr das? Nee. Ich kenn's nicht. Okay. Ich kenn's leider echt. Alles klar. Ja, well. Genau. Ich komme wieder. Hey, ich hab's ja bauen. So. Mache ich das hier aber nochmal weg. Grün. Circles. Hm. So. Einfach schön. Wie viel produzieren hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28. Kupferkabel und Eisenplatten. Das ist ja nicht schwer. Das ist doch nicht schwer. Solltest auch du hinkriegen. Nachdem ich die Artillerie fertig gemacht habe, schaffe ich vielleicht grüne Circles. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Das Ding bei grüne Circles, willst du da nochmal eine Megaproduktion machen, oder? Ich produziere gerade. Also ich verbessere gerade die kleine Produktion in dem Lager da. Ich habe die komplett abgerissen und mache jetzt eine aktuelle Version dahin. Ah, okay. Eine große Produktionsupdate machen wir später. Dann lass mir nur einen Tipp noch geben, den hat die mal auch noch nicht ganz gecheckt. Es sind drei Kupferdraht-Assembler auf zwei grüne Circuit-Assembler. Mach das, wenn du neues Design machst, nicht wieder oben mit Bells zwischen, sondern wenn dann, dass das direkt.
Wie ist das Verhältnis? Also wie viele? 3 zu 2. Also 3 Kupferdrähte auf 2 grüne. Okay. Also brauche ich 28 mal 3. Ich könnte dir auch ein Blueprint hinsetzen, aber ich glaube, du möchtest lieber selber bauen. Nee, lass mich überlegen. Also 28 Circle-Produktion, dann einfach mal 3. Nee. Durch 2 mal 3. Durch 2 mal 3, okay. Dann 14 mal 3, 30, 42. Gut. Einfacher Dreisatz. Geil, die Spinne hat ja einen eigenen Logistikfeld. Das ist ja mega nice. Ja, du kannst damit auch Sachen anliefern lassen. Einfach nur von der Spinne aus. Geile Sache. Das ist mega nice. Speak. Machen wir gleich. Dieses Strohgemann. Also ich finde, Öl sieht bis jetzt schon sehr sick aus. Das könnte geil sein. Muss mir jetzt nur noch mit den Kabeln machen. Kannst du das in dem... Blueprint, wenn du den da hinsetzt. Kannst du den irgendwo hinsetzen, wo ich das sehe, aber wo der dich direkt automatisch gesetzt wird? Also gebaut wird? Wenn der gebaut wird, dann bauen wir ihn einfach wieder ab, weißt du? Der ist links von dir. Ich will wissen, jetzt. Was du meinst mit automatisch rein. Ja, also nicht, dass du die Drähte erstmal auf ein Band legst und dann vom Band aus wieder in die Assembler, sondern mach die am besten direkt feeden. Mhm. Links ist jetzt das so, wie... Die ist teilable und alles ist, also. So habe ich es auch bei mir im Singleplayer gebaut, in einer riesigen Reihe, in mehreren Schichten und so. Maximal grüne Bärs, dann läuft das richtig gut. Und da würde dann das Eisen reinkommen. Nee. Von dem Band nimmt er das ab, also kommt hier Eisen raus. Genau. Ja, dann macht die Scheiße da wieder weg. Ach nee, dann macht er das Beton weg. Ja. Stimmt. Lul. Mach doch mal das hier. Ich brauche so einen Filter. Genau, ich brauche einen Filter, aber ich habe keinen Bock, um meine Filter unten auszuwählen und 1000 Filter zu bauen. Ich mache einfach Alt-D und dann geht's los. So. Falls ihr es auch nicht wusstet, ne, Q auf ein Gebäude und dann habt ihr es in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Mir ist es eben nochmal eingefallen. Das ist der krasseste Lifehack ever. Ja. Für Factorio. Das ist. Kann nur sein, dass man das vielleicht noch nicht aktiv benutzt hat. Also. Nur für den Fall. Ich vergiss das jedes Mal. Siehst du schon? Das benutze ich dauerhaft. Hat schon was gebracht. Kabel, Elektronik. So, dann machen wir jetzt mal schön die Cable. Einmal den daran und den daran. Wir haben hier eine Kapazität von. Weiß ich gar nicht, ne? 25.000 pro Tank. Ah, fuck. Das heißt, wir haben hier 6 Stück, 2, also 12, die 25.000 passen, also 300. Dann sagen wir, Pumpe bitte nur aktivieren, wenn hier Flüssiggas über 270 ist, denke ich. 270.000. Greif. Grüne Sache. Da sind die Greifer. Nehmen wir das gleich. 40. Ja, 40 nehme ich. Hm. 75.000. Nochmal rein. Item ändern. So. Und schon haben wir einen Balancer. Bis auf, dass das hier nicht funktioniert. Ich kann die ja nicht einfach wieder reinfüllen. Ah doch! Oh mein Gott. Ach Gott. Ja, alles klar. Jetzt hat gebraucht noch. Du musst aber dann aber alle Tanks miteinander verbinden, sonst siehst du ja nur einen Tank aus. Boah, ja, okay, alles klar. Gut, dann mache ich alle. Blöd. 1, 2, 4, 5, 6. Das Sinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht. Wenn ich Papier mache? Nee, das macht keinen Sinn. Dann sollte das jetzt so funktionieren. Dann kann ich das abbauen.
Ah, das geht hier gar nicht. Ich muss es ganz anders... Oh, alles nochmal weg. Alles nochmal weg. Alles noch mal wieder komplett normal. Komplett von vorne. So. Wo muss es jetzt? Ich möchte... So. So, dann brauchen wir noch Tanks hier. Die Ass Sampler. Die Ass Sampler. Die samplen Ass. Ja. Das so? Ja. Zack. Okay. So. Dann mache ich daraus einen Blueprint. Heavy Oil wird verarbeitet zu Light Oil. Light Oil wird verarbeitet zu Oil. Flüssiger. So. Grausames Öl. So. So. Das geht dann alles hier. Und Solid so. Fuel. Option. Das Band muss ich jetzt dann gleich noch irgendwo hinpacken. Wir brauchen auch noch ein paar Module. Sag mal, wir haben jetzt hier 60 Raffinerien. Hier haben wir 34. Ne, dann reicht das auch so. Obwohl zu viele Raffinerien, die werden das auch hinkriegen ohne Module. Haben wir auch hier hin. Das wird schon besser. Das ist ja das Balancen. Das wird schon hinhauen, ansonsten knall ich dann auch welche rein, sobald wir ein paar mehr Module haben. Da. Eine hustende Anni. So. Hört man so auch mal. Feature. So. Kannst du so Clickbait-Titel machen. Ja, Freundin im Video. Was? Ja, ich weiß. Das, Digga, verstehst mich manchmal nicht, ne? Nee, manchmal ist deine Ironie nicht zu verstehen. Für mich. Versteht ihr das, Leute, oder bin ich Cedric ist zu weit fortgeschritten, so deswegen. Bin ich wirklich ironisch unverständlich? Mache ich das schlecht? Habe ich einen schlechten ironischen Touch? Bitte. So. Da muss ich jetzt nur noch alles wieder nach oben führen, sodass da die Produktion, die aktuell drin ist, auch das bekommt, was sie möchte. Oh. Nein, du bist super. Ey, nicht mal alle hier schmeicheln, ja? Ey, Mint Ehre, Mann, parteiische Alter. Hier, du. Mint Ehre, ja, Mann. Ja, kommen sie alle wieder angekrochen hier. Mashallah, Alter. Ziehen wir es mal hier hinten raus. Das mag die Masik. Was? Ja, genau. Ey, was für ein Kontext? Ich habe gerade nichts gehört. Weiß schon. Worum ging's? Ja, worum ging's? Nee, Fragment gerade. Keine Ahnung. Verdammt. Ob meine Ironie verständlich ist. Hm. Weil manchmal rede ich so an Cedrics. Nee, ich rede an den vorbei. So, und es würde ganz anders verstanden, als ich es überhaupt gemeint habe. Ich find's okay. Danke. Ach, kein Problem, Bruder. Ich kann das eigentlich schon mal anwerfen hier. Dass das schon mal läuft. Die Station. Ah, Blatt. Blatt. Hmm.
glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Oh. Grüne Circles sind sehr schwer heutzutage. Schwerer als sonst. Ja, weil ich das mit dem 3-2er Verhältnis ist ganz gut, aber dann fehlt mir das Eisen. Muss ich das anders designen? Am besten machst du irgendwie eine, die so quasi 3 oder 6 grüne fertig und danach kopierst du das Design und ziehst es durch. Also nicht die komplette auf einmal, sondern erstmal so eine fertige Reihe und dann kannst du die kopieren. Okay. Ja. Das macht es meistens einfacher. Das Problem in kleinere Probleme runterbrechen. So, ich brauche eine Linie, die mir Eisen liefert und eine, die das Stress abtransportiert. Ich setze hier Sampler hin, die mit diesem Greifarm arbeiten. Und auf der anderen Seite nicht. So. Pumpen am Arbeiten. Einfach nur, damit das immer richtig schön rausgejuiced wird. Juicy. Juicy. Blau. Dann brauche ich rote, um Eisen zu holen. Wahrscheinlich sogar 2. Wo werden eigentlich die Advanced Laser Turrets hergestellt? Da. Seht ihr das? Da. So, und auf der anderen Seite brauche ich eigentlich das Gegenteil einfach nur. So und so und so und so. Ja. Passt. Hier durchführen. So. La 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 la. Ah, ein bisschen blauen Boy noch ein bisschen. Hm. Wo kommt denn das Eisen her? Das kann ich daraus beziehen, lol. Okay, cool. Dann drehe ich das um. Verbesser das Band hier, warum auch immer das noch so ein lächerliches Rotes ist. Das lächerliche Rote. Das gute Rote nicht. Hä? What the fuck? Kein Tunnel mehr? Nee. So, ist das Grüne gefixt jetzt? Noch nicht. Ich bin aber dabei. Es geht aber viel, viel höher. Aktuell. Mit Wasser. Ach, das ist noch nicht alles fertig gebaut. Huch. Das Design ist noch nicht ausgeklügelt. Wir sind noch in Folder-Zeit. Development. Weiß, was auch immer. Folder. Ich hab Bock auf Age of Empire. Mm-mm. Einfach nein. Equal. Ja, ich finde, irgendwann habe ich Bock, aber aktuell ist so, meh. Ja, du wirst ihn noch wieder gewöhnen, Kiddo. Bist du wieder das Geräusch? Ha! Ja. Aua. Bum, bum, bum. Junge, wie die Laser-Turrets, die einfach nur komplett niederschießen. Da kommt ein so ein Spitter an die Mauer und so 6 Advanced Laser Tools schießen den so komplett wieder, so richtig BAM 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 auf die Fresse, Junge. Sehr schön. So. Blueprint. Aber bis jetzt haben wir noch keine Probleme mit Strom gehabt, also es scheint gut zu funktionieren. Ja, Jinx ist gleich. Schala. Alter, guck mal da oben rein, Alter! Das sind einfach 57, 80, 57, 62, 69, 60 und so viele fucking Spawner auf einem Haufen. Alter.
Dome. Dome ist übrigens. Die Frage ist ja auch immer noch, ob wir hier das Eisen dementsprechend noch erobern sollen oder nicht erobern sollen. Ne? Ich denke, wir sollten. Oder ob wir sagen, das ist jetzt vollkommen okay, fein, was wir hier aufgebaut haben und damit wollen wir jetzt weitermachen. Ah, mehr ist immer besser. Da sollten wir schon hin expandieren. Also wenn wir mehr Waffen haben, alle Spider-Tron und Atombomben, dann sollten wir vielleicht sagen, dass, ja, dann gehen wir da oben rein, ne? Das sehe ich schon. Aber dazu brauchen wir erstmal Atombomben, ne? Ja. Okay. Weil mit allen anderen Sachen hast du einfach nicht den AOE-Schaden. Wir können auch AOE, wir können auch Artillerie-Dinger nehmen, die mit Atomartillerie bestücken. So, das, ach stimmt, ich muss das hier noch, ich muss die unteren noch verbinden, die sind noch gar nicht drin. Ist ja nur direkt. Hm. So. Jetzt läuft das hier, hoffe ich. Schalte ich die mal. Was denn? Die grünen. Ich habe schon eine doppelte daneben geknallt. Achso. Ist hier maximal? Du kannst ja auch gerne hochleiten, so ist nicht. Ja, ja, mach ich. Auf das Band ganz links oder rechts zum Beispiel. Ja, da ist auf jeden Fall noch Platz drin. Nämlich ein. Oh. Ah, sieht sehr gut aus mit dem Blauen aktuell. Also, gut. Sie werden fast alle. Das ist nice. Oh, das ist doch okay. Das ist nicht Maximum. Was ist da drin? Eben noch. So, Tempomodule mache ich dann nicht rein. Doch. Nein! Bin doof. So, jetzt richtig. Oh. Okay. Boah, Tempomodule. Was ist das alles? Vorstellt. So, wo hast einfach du das produziert? Gut. Läuft. Nicht bottelt. Da kommen sie, da ist sie. Kann ich auch anfordern? Also kurze Frage, darf ich die Raketensilo bauen? Also das Raketensilo? Oder hat jemand was dagegen? Raketensilo? Ja. Was für ein Raketensilo? Da. Ja, wo die Rakete gebaut wird. Ach so, ah, ach so. Heißt so. Also steht da auf jeden Fall. Ja, warum willst du das jetzt bauen? Warum nicht? Wenn man es schon mal hat. Oh, ist Waldraum, ups. Also, ja, dann nicht. Ich würde Rakete noch nicht angehen, das Projekt. Sonst kannst du ja auch sonst AKW erstmal machen. Ist das umgedreht, what the hell? Egal. Das kann ich sehr gerne machen. Aber da wolltest du ja auch nochmal ein Blueprint hinsetzen, dort, wo wir das machen wollen. Genau. Erstmal musst du halt Land hin. Okay. Das ist so das Ding. Wir brauchen halt unten auch noch eine Position. Stimmt. Für die ganzen Uransachen. In der Nase des Totenkopfes. Ja, ich will da verhindern, dass wir jetzt direkt eine Rakete bauen und dann wenig Ziele noch haben. Ich würde erstmal alles abhaken, was bis zur Rakete ist, und danach die Rakete so als letztes Ziel setzen. Das ist einfach ein bisschen dramaturgisch besser. Er hat sich schon viel Gedanken über die Dramaturgie des Let's Plays gemacht. Wenn wir jetzt eine Rakete bauen und dann dadurch das Endgame reicht und im Grunde das Spiel abgeschlossen, dann kann ich mir vorstellen, dass schnell die Motivation weg ist und sagt, okay, gut, ja, wir könnten jetzt noch das machen, aber eigentlich lassen wir es, weißt du? Mhm. Weil wir kein Ziel für dieses Let's Play irgendwie definiert haben. So. Boah, das Kupfer wird aber auch verbrannt, Alter.
Ja. Ah, schiebst es da von unten rein, das ist gut. So, Eisen ist völlig okay, aber Kupfer leidet gerade ein bisschen. Aber Kupfer ist ja allgemeine Sache, die wir ausweitern wollten für nächste, also diese Session. Ja, Kupfer haben wir lange nicht mehr verbessert. Mhm. Jetzt, wo die Circuits ein Problem werden, werden wir auch mehr Kupfer brauchen. Ja, auf jeden Fall. Kupfer Loading 3 haben wir. Haben wir noch eine vierte? Warte mal, ich kann einfach die Dinger gucken. Wo war denn noch ein offenes Kupfer? Stefan, du müsstest grüne Belts bei dir bauen. Grüne Belts? Was meinst du? Und damit die hier abgreifen können. Guck mal, hier der erste zum Schauen. Jetzt kann er die alle abgreifen. Und ich hier, der zum Beispiel hier nicht. Wegen dem Tempo der Belts oder was? Ja, genau. Sind die langsamer oder was? Ja. Achso. Okay. Außer du möchtest, dass sie bis nach ganz hinten gehen und dann quasi sich stauen, aber das. Nee, das soll schon. Die sollen das schon abgreifen können, wenn sie. Das funktioniert bei Kupfer gerade leider nicht. Guck mal, okay. Stefan, hier oben, wie wenig hier ankommt pro Belt. Ja, schon nicht so viel. Boah, die Blauen, die rasen auch einfach. Wirklich. So, Öl ist abgeschlossen. Nice. Produktion steht, ist alles verbunden. Es ist nicht gebottleneckt. Muss man nur nach oben das abreißen und dann die Pfade wieder nach oben führen. So. Wie sieht's mit Strom aus? Ja. Die Nacht ist gleich vorbei. Und die Batterie ist auch gleich vorbei. Zur Hälfte jedenfalls. Dort gibt einen Knoll. Okay. Weil ich bei den grünen Circles Tempo-Module reingemacht habe, dann reicht dieses 3:2-Verhältnis nicht mehr ganz aus. Wenn du bei beiden dieselben Module hast, müsstest du das, glaube ich, ja, das sein, ja, das ja auf jeden Fall, aber ich habe bei dem einen noch nicht eingesetzt. Was ist das hier so kacken langsam? Ups. Oh, hier fehlt Strom, oder was ist das? Ja. Ui. Hat jemand das Strom gekappt? War das Absicht? Den Strom. Na, wo ich stehe, ja. Achso, ja, das kann sein, da ich gerade die ganzen Raffinerien abgebaut habe. Dann. So. Daran liegen. Verbunden. Ich will nochmal gucken, das ganze Öl nochmal zu überarbeiten. Also die Tempomodulproduktion ist ja ein Flickenteppich, ey. So. Ja, weil die Blauen nicht rankommen. Werden die denn reingemacht am Ende? Da. Das ist halt auch so reingequetscht, ne? Deswegen, das kann man halt, wo Dima gerade ist, auch mal ein bisschen sauberer machen, ne? Deswegen. Boah, Alter, du hast mich so erschrocken. Alter, diese, hast du mich erschrocken. Ja, diese Spinne. So eine Spinne. Ich hab mir das gerade so angeguckt und auf einmal so. Junge. Kriegen gerade im Moment nicht genügend Stein. Wieso? Hä? Wo? Okay, das zu den hier, Landfills. Nee, das hier ist nicht mehr die aktuelle Produktion. Landfills haben wir da hinten, ne? Ah, okay. Ja, okay. Sorry. Ich klaue die ganzen zwei Module mal raus. Brauch die. Ja, perfekt. Oh mein Gott, sind hier viele Mauern drin. Oh Gott, 3.500 Mauern werden jetzt einfach ins System gelassen. Oh Gott, der Alter, der Zoo. Guck mal hier. Junge, Alter, what the fuck?
Alter, was ist denn hier los? Junge! Jo! Oh mein Gott, das ist. Ja, eine schöne die Linie. Die Küste war halt voll, ne? Ja, 3.500 Mauern. Weil kein Limit drin war. Ja, ne? Müssen wir auch unsere Storage hier erweitern. Stimmt auch irgendwann voll. Ist voll mit Eisenerz und so ein Scheiß. So, grüne Circles sind da weit genug. Die stauen sich gerade. Oder werden die gerade nicht beansprucht? Achso, ja, Sönke, du hast jetzt hier die Flammenwerfer da rein Produktion hier angedockt, ne? Oha, tatsächlich. Die wird jetzt einfach gelöscht, weil das ganze Ding hier jetzt obsolet ist. Warte mal, wieso arbeiten jetzt die blauen nicht mehr? Fehlen jetzt rote oder was? Wahrscheinlich wegen irgendwas Schmierstoff oder so. Ja, oder, hast du es kurz Acid? Pausiert? Ne, Acid nicht. Irgendwas fehlt bei roten. Rote, hier. Greifen die roten ab und die roten fehlen. Weil kein Plastik kommt, aber das ist okay. Das ist jetzt gerade so. Ja, jetzt haben wir Stau von den Grünen, das finde ich cool. Wird sich gleich noch wieder. Lass mal hier die ganze scheiß Steinproduktion wieder raus. Das brauche ich. Ein bisschen die Base aufräumen hier. Das ganze provisorische Stein, alles weg. Kombinator für Berechnungen. Kombinator für Vergleiche. Oh Gott. Würde mal noch mal ein paar Züge machen für hier für Dingels. Für Stein. Weil Stein muss halt doch viel, viel krasser produziert werden, damit wir viel, viel besser vorankommen. Wo brauchen wir denn mehr Stein? Also was? Hä? Wo? Meinst du? Für die Landfills. Weil die brauchen halt massiv viel Stein. Aber wir haben da unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kisten voll mit Landfills. Also 14 mal 4.500. Kannst du ja mal rechnen. Ich glaube, das reicht. Ah, da ist mein Panzer. Lol. Ja, okay. Gut. Da ist mein Panzer. Ich habe schon Advanced Panzer. Okay. Gut, Panzer. Da hast du natürlich recht. Ja. Deswegen, da hatte die mal letztes Mal sich schon massiv drum gekümmert, das Stein richtig hoch abzugraden. Trotzdem können wir noch ein paar Züge machen. Ja. Kann man machen. Das war eigentlich keine Prio so. So. Raus. Oh, das ist groß, Mann, ey. Im Part habe ich jetzt auch noch gerade das Stahl gekappt, das ist auch doof. Oder war das ja von euch? Nee, ne? Oder? Du hast gekappt, Stahl, nee. Ich hab gar nichts gekappt. Ich hab gar nichts gekappt. Gar nichts hab ich. Ich hab gar nichts gekappt. Ah, ja, ich seh den Flicken. Ja, siehst du, Minz hat auch gerade Stahl ist unterbrochen. Das hat wahrscheinlich ich gerade gemacht. Ja, das mal eben. Ja, stimmt, weil vielleicht ein Splitter war, der nach unten führt hat. Ah, das fix ich sofort. Mann, ich find's so kacke, dass das rote, alte Rot genauso schnell aussieht wie das blaue neue. Das heißt, ich kann auch einfach so machen. So. Und Plastik? Wann kriegen wir Plastik? Wenn ich das Öl angeschlossen habe. Okay. Also die Antwort ist, wenn's kommt. Das ist eine gute Antwort. Das ist ja cool. Oh, das dauert ewig. Hier müssen wir die scheiß Einser-Tempo-Module. Die ganzen zwei sind erstmal in Benutzung. Wobei, ne, ich hab noch genug. Ein Entladungsverteidiger. Die ist wack. Die ist wack. Okay. Aber um wegzukommen, wenn du wirklich eingekesselt bist, weil die stoßen Gegner zurück. Ich bezweifle, dass die mit den Mods so viel Schaden macht, dass das irgendwas bringt. Ja, es geht ja nicht um Schaden, sondern um stößt sie zurück und betäubt sie. Und damit ich wegfahren kann, wenn ich wirklich eingekesselt bin. Ne? Das könnte sein.
geht mir nicht um Schaden gerade. Vielleicht ist sie deswegen auch so scheiße gewesen, weil ich sie halt nie als Defensive genutzt habe, sondern als versucht habe als Offensive so. Ich stoß dich weg, du und so. Ja. Boom. Lasergeschütze. Müssen wir die Basic mit Lasergeschütze irgendwo? So eine aufbauende Sache. Wovon habe ich zu viel, was ich nicht brauche? Nee, auf keinen Fall. Das so. Jetzt auch nicht mehr so viele Pipes. So, kurz gucken, ob wir wieder Stahl zwischen den Steinchen haben. Ein Eisen? Jetzt, ja. Ah, das sieht gut aus. Ist kein. Ist oh. Nichts im Weg. Ich soll anfordern. Muss am Ende da kurz sein. Aber die werden immer rausgenommen. Wer fordert denn die ganze Zeit Lasergeschütze an? Irgendeine andere ich. Produktion? Du? The fuck? Was machst du mit denen? Du? Du? Du Huren? Nein, nein. Diese Advanced Laser Turrets, ne? Die meinst du? Ne, ich meine die Basic Scheiß. Achso, nö, die fordere ich nicht an. Egal. Die einfachen. Die werden wahrscheinlich in die Advanced gebaut. Werden ja upgraded. Da unten. Da werden die angefeuert. Habe ich jetzt genug mittlerweile? Ach, ja, und das hatte ich hier schon überbrückt. Gut. Ja, wir haben jetzt viel mehr Platz hier in der Base. Mal lückenhaft. So, das hier. Das kann bleiben. Tanks hier. Nicht gut, wenn hier noch Tanks sind. Das muss ich auch nicht rausnehmen. Hier dürfen keine Tanks mehr sein, das muss direkt verbunden werden. Gut, dann fange ich mal beim Heavy Oil an. Stelle ich das mal her. Man muss eine Fernbedienung herstellen dafür. Ja, okay. Ein grüner Zirkel. So. Ist das so eine Dingens, die man hier reinsetzt? Ja. Interesting. Bedarf pro Anwendung 2 Megajoule. Schaden 100 plus. 180 elektrisch. Das schattet ja auch nur, das heißt, das ganze Ding hier kann. Ja? Die Fernbedienung zerstört, weil ich so krass auf den Button drücke, oder? Wie aktiviere ich das denn? Mit Linksklick, um zu aktivieren. Hä? So, das Modul in die Armor gesetzt? Ich hab's im Panzergitter drin, ne? Das ist möglich. Ich weiß aber nicht, ob du mit der Fernbedienung den Panzer aktivieren kannst. Es könnte sein, dass das nicht vom Mod eingebaut wurde. Probier es einmal bei dir in der Armor aus und dann guckst. Wenn es da funktioniert, dann wird es mit dem Panzer nicht funktionieren. Das wäre natürlich traurig. So, ich habe nicht meine ganze Sachen in den Raum gekackt. So. Na gut, das ist auf jeden Fall jetzt. Mach ich. Light Oil. Hey, ich bin zu dumm. Linksklick, um zu aktivieren. Mach ich doch. Muss es noch aufladen, oder? Kann sein. Nö, ist voll. Mittelklick, um Verknüpfung zu löschen. Ja, schön. Oh, wenn ja. In der Hand gehalten, Linksklick, um zu aktivieren. Ja, ich halte es in der Hand, Alter. Alter. Boah. Hey, wo soll ich den Klicks klicken, Alter? Tschüss. Tschüss, Digga. Ich glaube, die Mod hat das, Mach nicht den. Ist das eine Mod mit dem Entladungsverteidiger, oder was? Nee, das ist Vanilla. Aber das Grid in einem Panzer, das ist Mod.
Oder muss ich den Gegenstand ans... Nee, das muss ja am Grid sein. Was muss ich denn drücken, Leute? Also ich hatte da auch jemals das mal getestet hatte, aber das ist schon ewig her. Das ist gar nicht mehr. Nur, dass es scheiße war und es gebracht hat. Ich muss es reinsetzen. Die Fernbedienung wird jetzt grün, wenn ich es reingelegt habe. Ach, ich kack mich ein. Was soll denn das hier? Aber ich kann es nicht aktivieren. Brauche ich denn immer? Nein, Gegner. Man wird hier inkontinent bei dem Scheiß. Kann man das nur aktivieren, wenn Gegner wirklich in der Nähe sind? Ja, kann sein, dass das Ding halt wirklich Gegner targetet, aber wenn keine da sind, dann hat es nichts und funktioniert einfach nicht. Kann sein. Tun wir mal eben kurz noch ein Energy. Ausgerollten. Du alter Sack. Kann ich mich jetzt eben mute? Ah, ich habe gar nicht eingestellt, dass ich mich im Stream... Dann mache ich das per Hand und ich bilde mich per Button. Nur mir auch ein Energy oder mache ich mir noch einen Kaffee? Mute, weil ich meine Kopfhörer. Ja. Oh Gott. Mhm. Ja, perfekt. Gut, ja, da war jetzt einmal komplett Stille hier drin. Oh Gott, das war ja dumm. Habe ich mich auch gefragt, war ein bisschen dämlich. Ja, das war wirklich dämlich. Ja. Na, wie war's, Leute? Alles gut? Ja, ich sollte nicht auf Kopfhörer gehen. Was war das? Und das muten. So. Fronttest, meine Leute. Sorry. Eine offizielle Entschuldigung fordern die Leute. Hier ist hier nix. Na, das kommt gleich, du bist nur verzögert. Das ja, genau. So, was ist das denn? Halt dein Maul. Soos. Oh. Wo ist mein scheiß Panzer? Da ist mein scheiß Panzer. Munition. Und let's go! Waffe wechseln und... Feuer!